Herzlich willkommen zu einer weiteren Ausgabe von QSO4U hilft, unserem Rettungsanker bei QSO4U. Wir lösen eure digitalen Spaßbremsen und helfen euch bei euren technischen Problemen weiter. Ja, und ein Hilferuf von Leon hat uns ereilt. Er hat mir eine Mail geschickt, die habe ich jetzt hier mal ganz unsexy ins Notepad kopiert. Hallo Steffen, welches Format sollte ich als YouTuber für meine Let's Plays am besten verwenden? Mach weiter so, beste Grüße, Leon. Ja, Dankeschön erstmal Leon für dein Lob. Ja, welches Format? Das ist eine gute Frage. Es gibt verschiedene Formate, die man verwenden kann. Wir können aus unserer Erfahrung sagen, ja, mittlerweile sind wir ja doch schon einige Jahre auf YouTube. Unseren ersten QSO4U YouTube-Channel, den haben wir 2009 oder 2008 aufgemacht. Und in der Zeit hat sich natürlich einiges getan, sag ich mal, auf HD, jetzt 4K, von 25 FPS auf 30, mittlerweile 50, 60 FPS. Ja, aber welches Format ist jetzt für dich als Let's Player interessant? Als Let's Player verwendet man ja Software, um eben seine Videos vom Bildschirm abzugrabben, abzufilmen, aufzunehmen. Ganz selten verwendet man externe Hardware dafür. Das gibt es natürlich auch, dass man sich so eine Elgato Game Capture ranhängt oder sowas in der Art. Ja, aber was für ein Format sollte man dann rendern? Also das schlechteste Format, was man verwenden kann, ist AVI. Das ist ja das Format, was aus meinem Fraps zum Beispiel, aus meinem Bandicam oder wie die ganzen Programme für Game Capturing heißen, rauskommt. Das Ganze ist unkomprimiert, hat natürlich dementsprechend hohe Qualität, ist aber zum Upload auf YouTube, außer du hast jetzt einen superschnellen Highspeed-Internetanschluss, ungeeignet. Es ist auch aus meiner Sicht eine Verschwendung von Ressourcen, wenn man dieses Rohmaterial hochlädt. Also man muss es natürlich erstmal rendern, das macht man dann in der Schnittsoftware. Ich gehe mal davon aus, du verwendest sowas, sonst würdest du jetzt hier nicht fragen. Und dann gibt es eigentlich für uns derzeit ein Format, das wir sehr, sehr gerne verwenden. Das ist MPEG-4 H.264 Codec mit 60 FPS oder je nachdem, was man halt eben für Ausgangsmaterial hat. Wir haben meistens für Gaming-Sachen 60 FPS und für Videoberichterstattung mit Kamera, also draußen auf der Gamescom zum Beispiel, wenn wir sind, oder auf der CeBIT oder sowas mit QSO4U, dann verwenden wir dafür immer eigentlich so um die 50 FPS, ist jetzt auch das Maximum, was die Kameras derzeit so rauslassen, die DSLRs und unsere Sony, unser Sony Camcorder. Und das verwenden wir dann. Und wie gesagt, wenn es gerendert wird, kommt es eben dann als MPEG-4 H.264 raus. Das kann ich empfehlen. Das braucht auch von der Verarbeitungszeit auf YouTube jetzt nicht ganz so lang. Was ich von der Verarbeitung, wie gesagt, und auch so nicht empfehlen kann, ist AVI. Wo ich mittlerweile auch Abstand von genommen habe, ist WMV. Und ja, dann gibt es ja noch so exotische MOV-Formate, da muss man auch aufpassen. Manche Kamerahersteller haben da auch ihr eigenes Format. Kann ich jetzt nicht so empfehlen. MOV funktioniert zwar auch ganz gut, aber es gibt eben auch Abspaltungen von irgendwelchen, wie gesagt, Kameraherstellern, die da ihr eigenes Süppchen kochen. Deswegen ist es so meine Empfehlung, wie wir derzeit arbeiten. Wie gesagt, das Ganze jetzt mal auf Let's Plays bezogen. Wenn du zum Beispiel ein Tutorial machen möchtest, hast du jetzt nicht geschrieben, aber ich möchte jetzt das mal für andere Leute beantworten, die auf das Video gestoßen sind und vielleicht ganz normales Screen Recording machen wollen, wie jetzt hier gerade in dem Video, oder irgendwelche Präsentationen aufzeichnen. Da kann man dann auch mit 720p Auflösung arbeiten und 30 FPS oder nur 25, je nachdem, wie viele Bewegungen drin sind und so weiter und so fort. Aber das kann durchaus ausreichen. Aber meine Empfehlung geht da auch wieder in Richtung MPEG-4. Das ist eigentlich so das Gängigste, ist komprimiert, hat aber trotzdem eine gute Qualität und eignet sich eigentlich zum Upload im Web am besten. Man muss auch beachten, dass natürlich Google und YouTube das Ganze nochmal konvertiert. Das heißt also, wenn das Ausgangsformat sehr, sehr hochauflösend ist, dann sollte man sowas auch nicht auf YouTube erwarten, dass die Qualität 1:1 dort wiedergegeben wird. Das ist nicht so. Also wir haben schon einige Videoportale, darunter auch zum Beispiel Vimeo oder eben auch Dailymotion getestet.
die zum Beispiel eine bessere Bildqualität liefern. Da sind die Daten natürlich etwas größer, nicht so hoch komprimiert wie bei YouTube. Aber das hat eben unsere Tests und unsere Erfahrung gezeigt, dass das da auch besser aufgelöst wird. Also je nachdem, was man eben machen möchte, muss man sich dann für ein Dateiformat entscheiden. Und natürlich auch für eine Auflösung, eine Framerate und eine Bitrate, die man dafür verwenden möchte. Was auch immer sehr gut ist, muss ich ganz ehrlich sagen, das sind auch immer die Vorschläge in den professionellen Videoschnittlösungen. Also ich rede jetzt hier nicht vom Windows Movie Maker, sondern ich rede da eher von Premiere, Adobe Premiere oder Sony Vegas, Magix Pro X oder Magix Deluxe zum Beispiel. Da sind auch immer Vorschläge drin, zum Beispiel AVC HD mit H264 Codec und kann dann auch gleich die Framerate auswählen. Wenn du eins dieser Schnittprogramme verwendest, dann nutze diese Vorlagen, die sind auf jeden Fall nicht falsch. Und man muss halt auch immer gucken, dass das Ausgangsmaterial im Wesentlichen oder sag ich mal, möglichst nah am, oder das Footage-Material möglichst nah am Ausgangsmaterial ist. Weil wenn du das Ganze dann wieder umrechnen musst, erstmal braucht es natürlich wieder seine Zeit und braucht Leistung auf deinem Rechner. Und das andere ist natürlich, teilweise passieren dann natürlich auch Fehler bei dem Umrechnen, die man dann halt irgendwann sieht. Es wird asynchron oder es sind irgendwelche Artefakte zu sehen und so, solche Sachen, solche Spielereien. Das möchte man alles nicht haben oder es wird ruckelig, schwierig, wie auch immer. Und deswegen sollte man sich da vorher schon beim Aufnehmen überlegen, was möchte ich denn dann exportieren nach Möglichkeit und dann funktioniert das auch problemlos. Gut, ich hoffe, ich konnte deine Frage beantworten. Weiterhin gilt natürlich unser Grundsatz, wenn ihr irgendwelche Fragen habt an uns, dann schickt die entweder per Mail, wie das der Leon gemacht hat, oder noch besser, wenn es ein bisschen ausführlicher ist und nicht nur so eine kurze Frage, dann seid ihr bei uns in der CoursOFU Community am besten aufgehoben. Da einfach registrieren, ein ganz normales Forum, postet da eure Fragen rein. Wir werden dann vorab schon mal so ein bisschen was abklären und wenn die Frage, sag ich mal, abgeschlossen ist, beziehungsweise wenn wir dazu sagen, okay, das ist jetzt ein zufriedenstellendes Ergebnis, dann kommt die Frage in die Sendung rein und ihr werdet dann praktisch direkt mit supported. Natürlich lade ich auch alle Leute ein, die sagen, Mensch, ich möchte hier ein bisschen mithelfen bei CoursOFU. Ich meine, wir sind alle Non-Profit und wir machen das alles so als Hobby nebenbei. Dann seid ihr natürlich auch eingeladen, in unserer Community mitzudiskutieren und anderen Leuten natürlich auch mitzuhelfen. Ganz klar, ist es ein Forum und da kann jeder mitschreiben und mitwirken. Ja, in diesem Sinne, das war's schon wieder für diese Ausgabe. Nächste Woche gibt's wieder eine neue Ausgabe der Webtipps. Mal gucken, ob wir es jetzt schaffen, auch diese Woche noch ein paar Tutorial-Videos rauszuhauen. Das hängt immer, wie gesagt, sehr an der Zeit. Wir wissen noch nicht so genau, wie das jetzt zeitlich aussieht, aber wir geben unser Bestes. In diesem Sinne, bis zum nächsten Video. Euer Steffen Kolb von CoursOFU Tech. Aber in dem Zusammenhang, ich wollte nochmal in die Kamera sagen, bei Technikfragen gucke ich immer auf dem YouTube-Channel von QSO4U. QSO4U.